Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich befinde mich hier im pechschwarzen See. Ein neues Gebiet, das ich gerade erst angefangen habe zu erkunden. Also wirklich viel getan habe ich ja noch nicht. Und wir müssen zum Beispiel hier ein paar Axanto-Krabben besiegen. Aber im pechschwarzen See war auch noch was zu finden. Schwebende Berge, Zwillingsriesen. Aha, der Zolkienstein ist im pechschwarzen See. Aber wir müssen jetzt hier ein paar Axanto-Krabben besiegen. Yeah. Haho. Ihh, habt ihr da diese schwarzen Blasen gesehen, die da aufsteigen? Ist ja voll ugly. 2900 haben die Jungs. Erstmal gibt es ein Feuerprisma, meine Freunde. Guck mal, wie traurig die gucken mit diesen hängenden Augen. So, Straßenkampf for the win. It's YOLO PvP. It's YOLO PvP, ja, schreibt, Digga, ich hab gesagt, du sollst mal Musical.ly.com machen, mit Linus und Bendix. Wenn mich jemand mit Digga anspricht, reagiere ich da gar nicht drauf. Kein Bock auf das Wort Digga, ich finde das so behindert. Tut mir leid, wenn ich behindert sage, ich finde es ist... eine Sprachbehinderung, ja doch. So. Und musical.ly.com ist auch falsch, das heißt musical.ly. Und es ist eine App. Aber ich möchte es nicht machen. Warum soll ich das machen? Da habe ich kein Interesse dran. Jan-Hendrik Fall hat geantwortet, ey Dünner. Keyboard Issue hat geschrieben, als was bezeichnet Amerikaner so ein Kommentar nochmal? Ich glaube es war cringy oder so. Keine Ahnung, was es bedeutet. Yannick Knief schreibt zur Folge 1019, bitte nicht vergessen, Chaos, wer beginnt in einem Kampf ist Glückssache. Kann auch sein, dass wenn du einen Boss nochmal machst, dass du als erstes dran bist. Vielen Dank, Yannick. Nach über 1000 Folgen weiß ich das. aber ich dachte, es hätte vielleicht ein Update gegeben, wo der Schwerpunkt verlagert worden wäre. Das Gefühl hatte ich nämlich, dass mit einem der letzten Updates hier auch die Bosse viel öfter als erstes am Zug sind. Keine Klaue gefunden. Na egal. Ah, was ist denn das hier? So, und wieder in den Kampf. Los! Ja, ich weiß schon, dass das... wie das funktioniert. So, Bradfett1 schreibt zu, kurz erklärt mit Neurodermitis. Ah, ich sag nichts mehr, das ist eine Hautkrankheit. Danke. Genau, ich hatte in einem der letzten Videos gesagt, irgendjemand hatte gesagt, er hätte das Gefühl, ich wäre unmotiviert. Das war Troll Mode HD. Chaos, ich finde, du bist ein guter YouTuber, aber in deinen Wizzy-Videos kommt es mir immer so richtig vor, als ob du keinen Bock hast. Das finde ich schade. Naja, noch eine Frage. Bist du sehr stolz, dass du deine fast 7k Abos hast? Oder bist du enttäuscht, dass du nicht ein bisschen hinten liegst? Ich bin nicht stolz auf 7000 Abos. Ach, Abos, was sind Abos, Leute? Ja, guck mal, ich spiele hier so Sachen wie Everybody's Gone to the Rapture, die sind ziemlich cool. Ich habe fast 7000 Abos.
Und wie viele Leute gucken sich das an? Unter 100. Was habe ich also von Abos? Abos bringen mir überhaupt gar nichts. Ja. Überhaupt nichts. Von daher bin ich da auch nicht stolz drauf. Ja. Vor allem nach 5 Jahren des Let's Plays und 9 Jahren des Kanals Killed Kaius. Mit 6700 Abos hier zu stehen, ist ein bisschen läppsch. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf. So, aber ich bin natürlich froh über die Leute, die dabei sind, die auch regelmäßig dabei sind. Und da bin ich schon stolz drauf, dass ich hier eine kleine, aber feine Community habe an netten Leuten, die in der Regel nicht ausfallend und blöd werden und wenn sie Kritik äußern, diese konstruktiv verpacken können und nicht so auf die Beleidigungsschiene gehen. Und hier in allgemein inzwischen ein ganz guter Umgangston unter den Videos herrscht. Alle Leute, die hier dazwischen grätschen und meinen, einen auf dicke Hose machen zu müssen, die blockiere ich ja, schmeiße ich raus und das habe ich auch eigentlich ganz gut im Griff. Bisher, ich kann's noch, bin halt kein großer YouTuber, da kann man sich echt noch gut um sowas kümmern. Und dadurch herrscht hier eigentlich ein guter Ton unter meinen Videos. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Das muss ich schon sagen, dass das bisher ganz gut geklappt hat. Wäre ich jetzt einer mit 10 oder 100 Mal so viel Abos, dann könnte ich mich natürlich um solche Sachen nicht mehr adäquat kümmern. Und dann wird es irgendwann auch so sein, dass da irgendwelche Trollys bei sind, die den anderen Leuten auf den Sack gehen und den Spaß verderben und so. Naja, also ich bin stolz auf euch. Ganz ehrlich. Nicht stolz über die Anzahl der Abos. So ein Blödsinn, echt Anzahl der Abos, weißt du. Ich meine, inzwischen sind ja viele von euch keine Kinder mehr, ne? Ich weiß ja nicht, ob sich hier irgendwer einen drauf runterholt, wenn er über 100.000 Abos hat, ganz ehrlich. Wie geil das manche Leute zu machen scheint und wie erhaben die sich auch dann plötzlich fühlen. Oh, so bei den Netzwerktreffen. Oh, ich habe über 200.000 Abos. Weißt du, Arschlecken, echt, ey. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, Leute. Dieses ganze Getue. Ey, wo sind wir denn? Wir sind nur ein paar Deppen, die hier vorm Computer sitzen und ein paar nette Videos machen. Mehr nicht. Oder dieser Penner ApoRed, weißt du? Dieser Luffy, der seit letztem Jahr ist der richtig krass gestiegen mit seinem Kanal. Seit letztem Jahr. Hallo? Wisst ihr, wie lange ich diese Scheiße hier schon mache? Naja, scheiße ist es nicht, aber es ist scheiße, dass ich so viel Zeit investiere und es kommt so wenig dabei rum. Und dann hast du da so einen behinderten ApoRed, ja, der wirklich ein Bild nach außen vermittelt, wo ich im Strahl in die Kamera kotzen könnte. Und der geht durch die Decke mit seinen scheiß Titten-Thumbnails und Kreis-Thumbnails und Clickbaiting, scheiße Digger, Digger was? Und Pranks, was soll dieser Kacke? Bin ich neidisch darauf? Ich bin nicht neidisch darauf. Ich bin absolut entsetzt darüber, dass solche Hohlbirnen so einen Erfolg haben auf YouTube. Aber ich möchte es gar nicht versuchen, so zu werden, wie so ein ApoRed. Hier Clickbaiting zu betreiben, Pranks zu machen. Pranks! Pranks, die schlechter sind als von Verstehen Sie Spaß von vor 20 Jahren. Weißt du, Pranks, es heißt plötzlich Pranks. Oh Leute, ich gerate gerade in den Rage-Modus. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Boah, es gibt so viele auf YouTube, was mich echt nervt. Das sind solche Leute wie ApoRed und auch andere. Boah, ich könnte echt kotzen. Naja, guck mal, ein Laternenfisch. Das ist ja süß, oder? Gar nicht schlecht, Magier. Das waren zwar mit Abstand die gebrechlichsten und dümmsten Viecher hier unten, aber trotzdem nicht schlecht. Das war wirklich super leicht, oder? Frau Jotte, ganz tief im Loch ist eine erbärmliche Kreatur.
Aber zufällig besitzt er eine große Muschel. Mit den Stäben, die du gesammelt hast, solltest du Licht ins Dunkel bringen und seine Höhle finden können. Besiege Najotl ganz tief im Loch und hole dir seine Muschel. Okay, ich muss einen Endgegnerkampf machen. Ich gucke mich mal weiter um. Aber hier ist eine pechschwarze... Ja, ist ein Hindernis, wo ich nicht durch kann. Wir machen jetzt mal Silbertruhe. Nach dem bisschen Ragen. Schon wieder Schlüsselfang. 5, 4, 3, 2, 1. 5. 4. 3. 2. Braucht keine Zeit. Als wenn ich das hier nicht schaffen würde. Kommt hier noch eine 1 oder wie? Gibt keine 1. Ah, verstehe schon. So. Yeah. Hä? Habe ich einmal was Falsches gefangen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ein Fossil. Eine schwarze Perle, eine Medusa und Azteca-Sultun-Lied. Ach, das ist ja interessant. Ey, was es hier in den Truhen inzwischen gibt. Cool. So, aber wir müssen wohl oder übel einen Endgegnerkampf machen. Wie lange dauert die Folge noch? Noch 4 Minuten? Nee, ich wollte eigentlich jetzt hier die Aufnahmesession beenden. Und beim nächsten Mal weitermachen. Das geht nicht, wenn ich jetzt in den Endgegnerkampf gehe. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück zum... Hä? Dreispitz? Gibt es auch eine Quest wieder für mich? Was ist denn los? Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zum Zuccalo. Denn ich habe ja diese Klaue gefunden. Ach nee, das gehörte ja noch zu einer Quest. Hm. Nicht aufgepasst. So, wo ist hier einer? Mit Quest? Du? Nee. In einem Ach, guck mal, hier versteckt. Ich grüße dich, Außenseiter. Ich stelle gerade eine spezielle Tinktur her. Vielleicht kannst du es versuchen. Zum einen brauche ich ein Mineral namens Zinnober. Du findest es in der Tierra de Brea, am Ufer des pechschwarzen Sees. Das Zeug ist nicht zum Verzehr geeignet. Die zweite Zutat ist Dunkelschlamm aus dem Pech. Das habe ich ja gesehen. Er sammelt sich dort in den Unterwasserhöhlen. Ah ja, das habe ich doch gesehen, ne? Dann gehen wir da mal ganz schnell hin. Und sammeln das... Hallo? Sammeln das schon mal ein. Und nächste Folge ist dann ein Endgegnerkampf. Wo ging es denn hier nochmal raus? So, hab mir doch gedacht, dass ich die Teile noch einsammeln muss. Habt euch auch gedacht, ne? Wenn ihr noch nicht hier wart. So. Und dann müssen wir in die Dunkelschlammgrotte. Da gibt es noch ein Spielchen. Noch ein Silbertruhenspielchen. Ich finde, in den Silbertruhen könnten viel mehr Spiele sein. Britzelschloss. Ach, Britzelschloss. Britzelschloss ist ja wohl mal mega öde, oder? Komm schneller, ein bisschen schneller, Kaius. So, jetzt geht's mal hier nach unten. Hallo? Shit, hab nicht aufgepasst. Ja, ja. Als wenn ich hier irgendwas befürchten müsste. Noch was? So. Hat jetzt ein bisschen gedauert, ne? Ausnahmsweise mal. Kann ich jetzt mal was ändern?
Oh, gewonnen! Aber es geht ja um den Preis. Und der Preis ist... Frostdämon. Brauche ich nicht. Ein Stück Grendelkraut und Äther. Teures Äther. Sehr gut. Habe ich eigentlich inzwischen... Nee, habe ich immer noch nicht bekommen, ne? Hä? Ach so. Die mächtige Falle, Manu. Sag mal, ist euch das hier aufgefallen? Sah das hier schon immer so aus? Mit diesem Bildchen. Ist mir noch nie aufgefallen, ne? Naja, Leute, okay. So, das war's schon wieder. Jetzt gehen wir wieder in den pechschwarzen See und werden dort einen Endgegnerkampf machen. Und so war... Was hat der denn? Ach, guck mal, das kann doch auch mal sein, ne? Man muss nicht immer hier rumgehen und kämpfen. Der ist jetzt einfach mal hier stehen geblieben, guckt in den See und denkt, oh, was ist das für ein Life? Macht's gut, ciao.